Moin Moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Hier unten im Dutch Oven vor mir, da blubbert ein leckeres Rotwein-Entricot. Das aber nicht ganz alleine. Das hat nämlich ein falsches Filet noch mit dabei. Wir wollen in diesem Video gucken, lohnt sich der Aufpreis zu einem Entricot gegenüber einem falschen Filet? Rezept ist immer dasselbe, das kriegt ihr auch noch mit. Luca zeigt euch die Zutaten und wir fangen gleich an. Los geht's! Ja, moin und herzlich willkommen auch von mir. Ich stelle euch mal schnell die Zutaten vor, die wir heute brauchen. Und zwar haben wir Olivenöl, Rinderfond, Rotwein, Senf, Cocktailtomaten, Tomatenmark, Pfeffer und Salz. Dann haben wir ein falsches Filet, ein Entrecot-Braten. Dann haben wir ein Suppengemüse, 4 Zwiebeln. Dann haben wir noch ein paar Kochutensilien und das Ganze machen wir auf dem Barbecue Toro DO9. Ja. Als allererstes müssen wir nochmal unser Gemüse klein schneiden und unser falsches Filet parieren und das seht ihr jetzt mal im Schnelldurchlauf. Hier seht ihr unseren Entrecot-Braten. Kriegt man vielleicht auch noch ein gutes Steak bei rausgeschnitten bei dem Stück Fleisch. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ja, normalerweise wollte ich das Rezept nur für den Entrecot-Braten machen, hatte aber auch noch ein falsches Filet und habe ich gedacht, wir machen mal beide, den Platz werden wir im DO9 auf jeden Fall haben und gucken einfach mal, ob der Mehrpreis des Entrecot das einfach entsprechend wert ist. Hier ist unser falsches Filet, das ist übrigens auch ein schönes Stück Fleisch und das wird jetzt einfach mal pariert. Wir gehen hier unter die Sehne, die will ich da nicht drauf haben und schneiden die runter. Das hier fast nur eine Fettsäcke zu sein scheint. Die Sehne ist nämlich hier. Ha. Aber ich bin ja auch gelernter Bäcker und kein Schlachter. Ja, wenn wir das Fleisch dann so haben, geben wir schon mal ein bisschen Salz drauf. Ich habe mich hier für ein blaues, persisches Blausalz, so heißt es, entschieden. Warum auch immer das so heißt, denn blau ist es mit Sicherheit nicht. Die Zwiebeln schneiden wir in grobe Würfel. Das reicht uns so und die werden wir nämlich nachher wieder rausnehmen am Ende des Gerichts. So in etwa reicht das. Vom Sellerie mache ich nur grob die Schale hier einmal runter. Geht wie gesagt alles raus, wird nicht mitgegessen, aber grob die Schale will ich einmal runter haben. Die Karotten haben wir geschält, schneiden sie jetzt in so dünne, kleine Rädchen. Den Lauch schneide ich einmal in der Mitte durch und dann werde ich ihn jetzt waschen gehen. Den so ein bisschen auseinander ziehen hinten, guckt da, hier ist Dreck drin, den wasche ich komplett raus und dann schneiden wir auch den in dünne Halbringe. Petersilie ganz grob einmal hacken, das reicht auch schon. Kleiner muss sie gar nicht sein. Und die Cocktailtomaten halbiere ich einmal. Wenn ihr kleinere Tomaten habt, braucht ihr das entsprechend gar nicht zu machen. Die sind mir jetzt ein bisschen zu groß dafür, dass ich sie so drin lasse. Einmal halbieren. Wir haben fertig geschnitten und sehen uns gleich am Dutch Oven wieder. Ja, als allererstes fangen wir damit an, dass wir unser Fleisch so richtig schön scharf anbraten. Und da wir eh gerade Kohlen machen im Anzündkamin und man, glaube ich, ja gar nicht mehr Hitze kriegt als bei so einem Anzündkamin, habe ich mir überlegt, wir nutzen das gleich. Ich werfe mal einen Blick rein hier. Da ist richtig Hitze drin. Einmal Dutch Oven drauf, der kriegt richtig Hitze. Schluck Öl rein. So, wir geben die Stücke nacheinander hinein, damit der Topf nicht zu viel verliert. Wir beginnen mit dem falschen Filet. Ja, das falsche Filet ist ein typisches Schmorstück eigentlich, was man ja jetzt so kurz gebraten nicht essen könnte, da wäre es zu zäh. Ganz anders als das Entrecot, was ja als Steak, Entrecot Ribeye ist ja dasselbe, als Steak sehr gut ist. Als Entrecot-Braten werden dann mehr so die Endstücke genommen. Die kann man dann aber auch für etwas kleineres Geld gut bekommen. Ja, wir schauen mal, das muss ordentlich angebraten werden. Dann drehen wir es einmal und dann kommt das nächste Stückchen Fleisch. So, ja, wenn es so aussieht, dann drehen wir es einmal um. Dann hat es eine schöne Bräune und wir braten es auch von der anderen Seite an. Ja, zum Entrecot hatte ich ja gerade gesagt, es ja, wird zum Entrecot braten so diese Eckstücke genommen. Hier sieht man das Fettauge noch ganz gut. Wenn ich jetzt aber mal das umdrehe, ist es hier entsprechend nicht mehr da. Ja, und diese Ecke könnten wir sicherlich noch gut zum Steak gebrauchen. Diese Entrecot braten gibt es momentan, ja, momentan der Aufnahme, ja, tatsächlich beim Discounter zu kaufen bei Aldi und liegen bei 10,99 das Kilo. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Preis und das braten wir jetzt auch einmal entsprechend an. Schaut mal, hat ordentlich Röstaromen gekriegt hier von allen Seiten, das Entrecot. Ja, wir werden ein bisschen den Dutch Oven Tisch umbauen und dann übergebe ich an Luca und der macht weiter mit euch.
paar packen wir beiseite, die werden wir jetzt gar nicht brauchen, so viel Hitze. Ja, wir machen zusammen weiter und braten das Wurzelgemüse an und dafür geben wir erstmal etwas Öl in den Topf. So sieht das Ganze gut aus und jetzt geben wir unsere Zwiebeln mit dazu. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein und immer schnell und weiter umrühren, beziehungsweise auch ein bisschen die Hitze runterregeln, denn wenn die Zwiebeln anbraten, haben wir da eher ein größeres Problem, deswegen halten wir das Ganze schön in Bewegung. Ja, nach einigen Minuten sieht das Ganze so aus und jetzt ist es Zeit, unseren Lauch und unsere Tomaten mit dazu zu geben. Petersilie ist auch mit dabei. So, dann die Tomaten rein. Und das Ganze wieder schön in Bewegung halten. So, ein paar Minuten später geben wir unser Tomatenmark dazu. Dazu machen wir hier ein kleines Loch in der Mitte, dann kann das noch ein bisschen mit anbrutzeln. Und so, wir können jetzt langsam anfangen, das Ganze mit unterzurühren. Die genauen Mengenangaben und Zutaten stehen natürlich wieder unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne reinschauen. Genauso wie das Zubehör, wie zum Beispiel ein Dutch Oven oder mal irgendwelche Gewürze, die ihr haben möchtet, könnt ihr alles unten nachlesen, was wir benutzt haben. So, dann werden wir das Ganze jetzt würzen. Da haben wir hier in unserem Fall hier einen Königspfeffer genommen. Könnt ihr nehmen, was ihr noch zu Hause habt. Ansonsten ist das zum Beispiel auch unten verlinkt. Da kommt ein bisschen was von rein. Dann etwas Salz. Damit sind wir am Anfang ein bisschen vorsichtiger. Denn es kommt ja noch ein bisschen was dazu, wie das Fond und so, da ist ja auch Salz drin. Deswegen lieber nachwürzen, als jetzt zu viel reinhauen. Das Ganze rühren wir wieder schön unter. Ja, wir löschen unser Gemüse jetzt mit einer Viertelflasche Rotwein ab. So ein bisschen nach Augenmaß schätzen wir das. Dann lassen wir das Ganze einreduzieren. Und danach kommt nochmal ein Viertel rein. Und das zweite Viertel kommt auch noch hinterher. Jetzt haben wir ungefähr eine halbe Flasche Rotwein drin. Und das lassen wir jetzt wieder einreduzieren. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, unser Rotwein ist jetzt richtig gut einreduziert und wir geben unsere zwei Gläser Rinderfond dazu. Das sind zusammen 900 Milliliter. Dann geben wir noch den Rest von unserem Rotwein mit dazu, die restliche Flasche. Und dann kann unser Fleisch auch gleich wieder mit dazu. Das versuchen wir so gut wie möglich mit Flüssigkeit zu bedecken. Wenn es nicht ganz hundertprozentig bedeckt ist, ist das nicht schlimm, aber das sieht schon mal sehr gut aus. Das andere auch noch mit rein. Das Ganze muss jetzt leicht köcheln, dazu geben wir mal unseren Deckel wieder drauf und verteilen auch unsere Kohlen oben drauf noch ein bisschen mehr. So, oder nehmen wir uns welche von unten weg und machen die oben drauf. Ja, Luca, vielen Dank, hast du sehr gut gemacht. Ich merke, ich bin hier bald überflüssig. Ja, das Ganze bringen wir jetzt zum Kochen, deswegen haben wir noch ein bisschen mehr Kohle drunter und drauf. Dann müssen wir mal so ein bisschen variieren, ob wir was wegnehmen an Kohlen oder nicht. Leicht köcheln soll es, das Ganze 2,5 bis 3 Stunden etwa. Dann soll ja schmorgerecht werden und soll dann auch richtig schön zart werden, die ganze Geschichte. Von daher haben wir jetzt ein bisschen Zeit, hab das aber im Auge. Werf so nach einer Stunde mal einen Blick rein. Eventuell müssen wir auch noch mal Kohlen nachmachen und dann gucke ich auch noch mal rein. Und wenn dann ja Wasser fehlen sollte oder Flüssigkeit fehlen sollte, werde ich das mit Wasser vermutlich auffüllen oder mit einer Rinderbrühe. Das muss ich dann entsprechend mal schauen. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit und ja, machen noch was anderes. Bis gleich. Ja, es sind so circa 2,5 Stunden jetzt vergangen. Wir haben einmal noch mal neue Kohlen. Ja, nachgelegt hätten wir gar nicht so früh machen müssen. Diese Barbecue Toro Kokos. Coconut Heat Kohlen heißen sie eigentlich, haben richtig gut lange gehalten. Wir werfen mal einen Blick zusammen rein und ich denke, wir können jetzt ja, das Fleisch von der Soße trennen, die Soße machen und dann wieder beide zusammenfügen. Schauen wir mal, gucken wir rein hier. So, dann nehmen wir hier einmal, das ist das falsche Filet und ihr seht schon, ja, ist viel, viel kleiner geworden. Das ist aber auch normal. Und wir haben hier das Entrecot und, ach du ahnst es nicht. Also beim Entrecot. Das zerfällt mir fast beim Rausnehmen. Ist viel, viel weicher als das falsche Filet. Da bin ich gleich mal gespannt auf den Geschmack. Ja, das werden wir jetzt mit Alufolie abdecken, damit es uns nicht komplett auskühlt. Später kommt es nochmal in die Soße rein. Aber jetzt wird es erstmal abgedeckt. Wir geben unsere Soße zusammen mit dem ganzen Inhalt, mit dem ganzen Gemüse. Hier einmal in das Sieb. Ja, das Gemüse kann jetzt so raus. Lassen wir nochmal ordentlich austropfen. Tatsächlich die ganze Flüssigkeit, was wir kriegen können, noch in unserer Schüssel haben. Und die geben wir dann wieder in unseren Dutch Oven.
Den Sud geben wir jetzt wieder in den Dutch Oven rein. Und da haben wir ordentlich Soße. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was gucken. Ja, und die werden wir jetzt einmal probieren, abschmecken und dann kriegt die noch ein bisschen Liebe. Also zu flüssig ist sie auf jeden Fall noch. Ja, es kann noch ein bisschen Pfeffer rein. Von unserem Königspfeffer auf jeden Fall. Und ein bisschen Salz darf auch noch dazu. Jetzt warten wir mal, dass die ganze Sache wieder anfängt zu kochen. Denn ein bisschen angedickt werden muss sie auch noch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Ich habe mich jetzt ganz einfach für ein bisschen dunklen Soßenbinder entschieden. Ihr könnt auch schwarz rum und reinkrümeln. Es gibt so viele Sachen. Wenn ihr eine andere Idee habt, macht das gerne. Wir nehmen Soßenbinder. Ja, die Soße fängt an zu köcheln. Wir geben jetzt ein bisschen von dem Soßenbinder ran. Ja, in homöopathischen Dosen, sodass die Soße dann am Ende so ist, wie wir uns das wünschen. Und dann kommt das Fleisch wieder dazu. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Und dann kümmern wir uns um unsere Beilagen. So, schaut mal hier. Die Soße hat eine tolle Konsistenz. Wir geben jetzt unser Fleisch wieder hinein, packen den Deckel drauf und kümmern uns um unsere Beilagen. Ja, unser Rinderbraten mit Rotweinsoße hier unten drin ist eigentlich fertig. Wir machen noch ein paar Klöße dazu, ein bisschen Rotkohl. Das machen wir jetzt. Wir nehmen den von der Flamme und wenn der Dutch Oven mit der Soße von der Flamme ist, habt ihr bestimmt noch eine Dreiviertelstunde, bestimmt Zeit. Da kühlt nichts aus. Könnt ihr dann eure Sachen fertig machen, die ihr dazu machen wollt. Und genauso machen wir das jetzt hier. Und wir sehen uns hier gleich zum Anrichten entsprechend wieder. Ja, es ist alles angerichtet. Wir haben alles fertig. Und ich würde sagen, als allererstes gucken wir uns das Fleisch an, schneiden das auf, weil das ist ja unser Hauptdarsteller. Da geht es ja darum, um das Rotwein-Entricot, beziehungsweise auch das Stückchen falsche Filet. Und wir schauen einfach mal rein. Ja, wir legen beide Stücke mal hin. Einmal das falsche Filet und ihr seht schon, ich nehme das mal, leg das mal so hin. Das war vorhin sicherlich so lang, das ist extrem eingelaufen. Ich habe da nichts abgeschnitten. Und hier haben wir unser Entricot. Das ist aber auch tatsächlich normal. Und beim Entricot muss ich tatsächlich sagen, hier oben diese Stückchen, was hier drauf gehört, das ist abgefallen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Hier drin ist unsere Soße. Die hat eine super Konsistenz. Aber ich würde sagen, wir schneiden einfach mal das Fleisch auf und gucken uns das mal an. Denn darum soll es hier heute gegangen sein. Und wir beginnen auf dieser Seite mit dem falschen Filet. Okay, lässt sich gut schneiden, aber ist schon ein gewisser Druck noch da. Ich bin gespannt. Sieht gut aus. Vor allen Dingen riecht es sehr, sehr gut. Macht einen guten Eindruck. Ja, und wie zart es ist, werden wir gleich testen. Und jetzt haben wir hier eigentlich unser Entricot. An sich müssten wir das so aufschneiden. Und ja, okay. Ich merke einen ganz großen Unterschied. Ich darf gar nicht zu doll drücken, sonst matscht uns das auseinander. Es ist viel, viel weicher vom Fleisch. Das kann ich schon mal sagen. Wir bestücken unseren Teller und dann werden wir probieren. Und hier geben wir jetzt unsere Soße drüber. Die ist richtig schön sämig geworden. Und wir werden jetzt einfach nur das Fleisch probieren, denn darauf kommt es mir zumindest an. Wir beginnen mit dem falschen Filet und schneiden hier einfach mal ein Stück ab. Und ich merke schon, Junge, das ist aber auch mal richtig, richtig zart geworden auf jeden Fall. Soße drauf und ab. Boah, Hammer. Mega, mega zart, die ganze Geschichte. Ja, durch diese 2,5 bis 3 Stunden richtig schön zart geworden. Auch das Stück, was normalerweise nicht zum Kurzbraten gedacht ist. Sehr, sehr lecker. Und ich freue mich schon richtig auf das Entricot, weil das sollte eventuell noch zarter sein. Zumindest ist das so der Wunsch der ganzen Geschichte. Ich schneide hier mal ein Stückchen aus der Mitte raus hier. Und Junge, du merkst das schon beim Schneiden, dass das eine ganz, ganz andere Hausnummer ist. Hier auch nochmal was von dieser leckeren Soße drauf. Ja. Wow.
und da merkst du einfach den Unterschied. Ja, das falsche Filet, das war lecker, das hatte so ein bisschen, ein klein bisschen Biss hatte das noch, war trotzdem sehr, sehr lecker, aber das Entrecot, das zergeht so richtig auf der Zunge, kann man sagen. Ja, so zum Abschluss nochmal dieser Rotweinbraten Entrecot oder auch als anderes Rindfleisch mit Rotwein, klappt auf jeden Fall super gut, das Rezept kann ich euch so nur empfehlen. Wir haben jetzt beide verglichen, einmal das Entrecot und einmal das falsche Filet. Und mein Fazit ist eigentlich eindeutig, dieses Entrecot kostet, glaube ich, 3 Euro pro Kilo war es jetzt bei uns teurer, da wo wir eingekauft haben. Und das hat sich absolut gelohnt. Also wenn ihr da mal beim Discounter mit dem großen A vorbeikommt und ihr seht so einen Entrecot-Braten, der ist richtig, richtig lecker, der ist in Ordnung. Andere war auch super. Ich habe noch gar keinen Rotkohl probiert, noch gar keine Klöße, das werden wir jetzt beim Essen machen. Ja, das war nur so das Fazit für euch, dass ihr sehen könnt, dass das Entrecot doch in meinen Augen zumindest deutlich besser ist und sich der Aufpreis da auch lohnt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich denke, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Zumindest hoffe ich das. Ich sage, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.